Da der Bauer ein Nein nicht gesucht. Das war noch vor dem Krieg. Und nachher haben sie eine ganze Reihe Knecht vorgestellt gehabt bei ihm. War alle nicht Rechte dabei. Und als einer ist noch da gewesen, der hat eine Menge recht gut gefallen gehabt. Und dann haben sie dann drauf gekommen, was er den kosten soll. Dann hat er gesagt, also ich möchte auf alle Fälle 12 Mark in der Woche und jeden Tag ein Butterbrot. Dann sagt er, ja, spinnst denn du? Jeden Tag ein Butterbrot, das habe ich überhaupt noch nie gehabt. Die anderen kriegen alles am 10 Mark und du möchtest 12 Mark und ein Butterbrot auch noch. Warum soll ich dir so viel mehr geben? Er sagt, weil ich einfach auch mehr kann. Ja, was kannst du denn schon mehr? Er sagt, ich verstehe die Viecher. Sagt er, was? Ich verstehe, was die Viecher sagen. Und das bringt dir schon was. Wer ist denn? Also, ich bringe mir gleich aus, dann ist der Stall umgegangen. Dann hat es rausgewirrt. Was hab ich gemacht? Da bringt er überhaupt nichts aus. Sagt er, aber was hast du verstanden, was er gesagt hat, der Heiter? Ja, er sagt, der ist so schlecht beieinander, weil der hat vorhin am rechten Fuß unter dem Eisen oder einen Stor drin, hat er gesagt. Der Bauer ist hingegangen, hebt den Fuß auf. Tatsächlich ist da ein Stor drin, weil er ihm so weh da hat. Ja, gibt es denn sowas auch, wie er wieder zurückgegangen ist? Dann hat der Kuh gemuselt. Er sagt, was hat er jetzt Kuh gesagt? Was hat er die? Ja, sagt er, die hat gesagt, die Kuh gerade, dass du in der Früh das vordere rechte Viertel nicht sauber ausgemacht hast. Und jetzt ist das Ganze entzündet, das tut er furchtbar weh. Jetzt ist er hingegangen, tatsächlich, das vordere Viertel im Eiter war ganz rot schon und weil es nicht ausgemacht war. Und gerade wieder zurückgeht der Bauer, hat Gas hinten gemerkt, dann hat der Bauer gesagt, und du hast deine Fotzen, ersten war ich besoffen und zweitens ist schon 3 Wochen her.